Ja, moin Leute, Smuggel am Start und heute sind wir beim SAE-Institut, denn wir haben heute ein Videodreh und kommt einfach mal mit. Die müssen natürlich bis ganz nach hinten durch, da steht nämlich das coole Studio. Heute ist auch gutes Wetter, das bedeutet, der Tag muss einfach richtig geil werden und ich bin auch echt gespannt, wie es wird heute. Wir haben gestern schon ein bisschen was aufgebaut und dann wird auch in den wenigen Minuten da gleich das grüne Lämpchen leuchten von On Air und dann geht's einfach direkt los. Selbst die Spannung ist mit am Start heute. Ah, das erwartet uns alle 2 Minuten. Euch das Ding mal an. Ja, das ist der aufwendigste Take, den wir jetzt gleich haben werden. Und kommt einfach mal ganz kurz mit, dann zeige ich euch, wie die Schienen aufgebaut werden oder dass die Schienen aufgebaut werden. Das Endprodukt werdet ihr dann gleich sehen. Wir werden jetzt die Dinger hier ordentlich verteilen, damit wir dann schön mit der Kamera einmal rumfahren können. Und die Szene, die werdet ihr euch dann auf jeden Fall auch ansehen können. Flink und sauber. Damit ich auch richtig gut aussehe. Wollt ihr mal die Panzerfaust sehen? Ich zeig's euch. Damit regulieren wir die Höhe, damit wir jetzt die perfekte Kamera haben. Ich wurde gerade wunderhübsch geschminkt, damit ich auch richtig hübsch bin. Und jetzt drehen wir die letzte Szene. Außerdem bin ich als professioneller ESL-Caster unterwegs und kommentiere für euch die aktuellsten Games. Guck genau hin, ist geil, wenn man diese eine dieselbe Szene 50 Mal dreht auf jeden Fall. Komm, Platz für einen haben wir noch. Alles klar, den nehmen wir mit. Kannst du ein bisschen vloggen hier. Ich vlogge, habt ihr gehört? Letzter Take, jetzt geht's los. Juhu! Yippie! Ja, jetzt sind wir fertig. Wir sind es auf jeden Fall auch. Hier übrigens am Greenscreen. Wird dann vielleicht beim nächsten Mal am Start sein. Da werden wir was Schönes hinzaubern, aber freut euch erstmal auf das erste Video, was sozusagen erscheinen wird. Und dann kommt ihr einfach mit. Wir sind, wie gesagt, ja schon ready. Und dann nach 5 Tagen Arbeit dürfen wir jetzt in den Regen rein. Das ist mega überbelichtet.